So, das ist also immer wieder diese riesigen Debatten, was richtig ist und was verkehrt ist, diese Kategorie 2-Fragen. Und ich sage, man müsste jetzt erst einmal wissen, was eine Wahrheit ist. Es ist ein ständiger Streit in deiner, ich sage jetzt ganz bewusst, du bist Geist, du träumst jetzt, das setzen wir jetzt ganz bewusst als Ausgangsbasis und du wirst konfrontiert mit Informationen. Alles, was du erlebst, sind Informationen und die kommen aus dir. Ich setze jetzt das einmal einfach ganz bewusst als Ausgangsbasis für dieses Gespräch. Und darum sage ich, Wahrnehmungen macht letzten Endes nur Geist. Was ausgedacht ist, kann nichts wahrnehmen. Nur Geist kann was wahrnehmen. Das ist, wo ich immer sage, du bist ein träumender Geist. Den Traum erlebt nur der Geist, der träumt. Niemals irgendeine Figur, die du dir ausdenkst. Die spüren auch nichts, die werden das spüren, was du dir denkst, dass sie spüren. Es wird immer im Meer alles in dir so auftauchen, wie du dir das ausdenkst, mit der Logik, die du zum Denken benutzt. Und jetzt kommt die Schwierigkeit, wenn du mal wertfrei schaust, wirst du feststellen in deiner Traumwelt, diese Figuren, es ist ein einziger Kampf um Standpunkte. Und die machen alle denselben Fehler. Und da kann man jetzt ein schönes Beispiel nehmen. Und da übertrage ich jetzt einfach mal den Bildschirm, den mache ich jetzt als Ausgangsbasis dieses Gespräches. Und ich werde, wenn wir das jetzt reinstellen sollten, jetzt sage ich, wo stellen wir was rein? Du kannst bloß was rausstellen. Das ist jetzt schon die Sache. Ich denke mir ein Internet aus, was ein Oxymoron ist, weil ein Internet ist ein inneres Netz und kein Außernet. Und in dem Moment, wo ich mir ein Internet ausdenke, mache ich diese innere Hälfte, die ich mir ausdenke, zu der äußeren Hälfte. Ich sage, letztes Selbstgespräch, ein ausgedachtes Innen ist schon was Vorgestelltes. Und dazu gehört das ausgedachte Außen. Und jetzt sagt mir, ich habe was ins Internet reingestellt. Wenn ich jetzt sage, das Internet ist der Urknall, bevor er geknallt hat und alles kommt aus dem Internet, aus deinem eigenen Inneren, das ist die Symbolik des träumenden Geistes, stellst du eigentlich was rein, wenn die Existenz aufhört? Weil dann fällt die Welle wieder zusammen. Das heißt, wir haben das absolute Internet. Ich sage jetzt immer wieder ganz, ganz bewusst hier das kleine rechte Bild unten anschauen, wo der Uda drauf ist. Dieser Punkt, das ist der Urknall, bevor er knallt hat. Und wenn der jetzt knallt, das heißt, wenn was auftaucht in dir, ist es eine Gedankenwelle. Und die nennen wir jetzt einmal das hier, nennen wir innen die untere Hälfte. Das ist das ausgedachte Innen und dazu gehört ein ausgedachtes Außen. Darum ist das Ha-All ist ja Gott oder das Nichts. Es ist innerhalb dieses Nichtseienden Geistes oder es ist außerhalb des Nichtseienden Geistes. Aber die sind unteren Baum miteinander verbunden, wie der Wellenberg und das Wellental. Und jetzt als Ausgangsbasis mache ich ganz schlichtweg und einfach, das stellen wir vorne weg, das Video, das ist diese Anstalt, ZDF, vom 2.6. Damit schon 2x6, das ist ein W. Ist doppelt aufgespannt. Und 2020 hebräisiert, Kaf Kaf heißt ja wie dein, Anfang und am Ende. Mal Ja. die Vatersprache versteht, dann ist das klar. Was es hier geht, 22. es geht um Verschwörungstheorien und um Meldungen. Es ist wie alles in der Presse, was du hast. Es ist ein Aufeinanderprallen von zwei Meinungen. Hier verteidigen sich diese Kabarettisten, weil sie Mainstream-Meinung vertreten, wo sie sagen, wir sind ja kritisch, ihr wart ja so kritisch, aber ihr seid ja so schlecht geworden, sagen jetzt Kritiker dieser Sendung, seit Corona seid ihr selber Mainstream. Und dann geht es um diese ganzen Wissenschaftler, die Pro und Contra von Corona sind. Und jeder schmeißt Fakten den anderen an den Kopf von diesen Figuren. Das sind jetzt nur Pixelmännchen. Das heißt, jeder für sich hat seine Wahrheit. Und wir müssen uns jetzt zuerst einmal klar machen, was ist eigentlich eine Wahrheit? Und ich sage schlichtweg und einfach, machen wir das da oben weg, dass man das bloß jetzt die Konzentration einmal unten auf die zwei Figuren, auf die Pixelmännchen rechts unten legt, dass es definitiv so ausschaut. Ich sage Ihnen, ich bin du schon in dem ersten Band, ich bin du, erkläre ich dir das Buch, das du ja eigentlich, du magst wieder Worte. Das machst du jetzt auch, du machst jetzt Worte letzten Endes zu Vorstellungen. Weil es sind ja momentan sind ja nur Geräusche da, die du Worte nennst. Und eine Wahrheit ist eine Wahrnehmungseinheit. Das, was du jetzt wahrnimmst, kannst du schauen. Das heißt, du hörst jetzt diese Geräusche, diese ständig wechselnden Worte, wo ich jedes Wort hundertprozentig sicher jetzt spreche. Und dein anerzogener Intellekt macht jetzt aus diesen Worten Vorstellungen. Und dieser ständige Wechsel, das ist das, was du wahrnimmst. Das heißt, du nimmst jetzt die Worte wahr, aber in einem gewissen Maß die Oberwelle, die Interpretation dieser Worte. Ich könnte jetzt wieder sagen, ich spreche zum Beispiel das Wort Krebs
Und es muss jetzt in einem Kontext stehen, weil solange das Wort Krebs dasteht, ist das nur das Geräusch Krebs. Beziehungsweise, wenn jetzt auf dem Monitor das Wort Krebs auftaucht, siehst du das Wort. Und erst der Kontext macht dieses Wort zu einer Krankheit, zu einem Schalentier, zu einem Sternzeichen und so weiter und so weiter und so weiter. Zumindest zu dem, was du in der Lage bist, aus dem Wort herauszugenerieren an Vorstellungen. Und ich sage immer wieder, jedes Wort kannst du ohne weiteres so 400-Seiten-Buch machen, mit einem ganz arithmetischen System. Also wir halten fest, eine Wahrheit ist das, was du jetzt wahrnimmst. Und da legen sich jetzt deine ganzen persönlichen Interpretationen drüber. Und wenn jetzt hier gestritten wird um die Wahrheit, ist schon das erste große Problem, dieser Trugschluss, dass deine Logik dir vorschreibt, da außen kann ja nur eine alleinzige Wahrheit richtig sein. Das ist jetzt definitiv wieder der Streit, ist der Henkel rechts oder links? Und solange du die einfachsten deutschen Worte nicht verstehst, das ist Holofeeling, ist das große Problem, dass ich ein ganz einfaches Deutsch spreche und wenn du die Worte, die Sätze nicht verdrehst oder einseitig auslegst, sondern einfach nur zuhörst, was ich sage, und es sind keine Interpretationsfilter da, hast du das, was damit ausgedrückt wird. Darum sage ich, ein Gedanke, den du nicht denkst, der existiert nicht. Da gibt es nichts zu diskutieren. Wenn was hundertprozentig sicher ist, kann man nicht diskutieren, weil eine hundertprozentig sichere Beschreibung von dem, was jetzt da ist, das einem ständigen Wechsel unterliegt. Das ist zum Beispiel eine Wahrheit. Es ist hundertprozentig sicher, dass du einen Gedanken, eine Information von dir nicht festhalten kannst. Weil jeder neu gedachte Gedanke zerstört den bestehenden Gedanken. Das predige ich gebetsmühlenhaft. Diese Predigt ist eine hundertprozentig sichere Beschreibung von dem, was jetzt ist. Okay, und jetzt würde ich empfehlen, bevor du dieses Video weiterschaust, das hängt jetzt davon ab, was die Quelle ist. Wenn ich jetzt das Update vor mir habe, dann ist dieses Video ein Bestandteil dieses Updates, ein Untersystem. Das Update ist eine Kollektion. Das haben jetzt die Fälligen jetzt im Moment natürlich noch nicht, weil das Update noch nicht reingestellt wurde. Merkst du, wie schizophren das Ganze schon ist? Du kannst nichts reinstellen, es kann bloß was in dir auftauchen. Wenn das in dir auftauchte, diese Information wieder in dich hineingestellt wird, löst es sich ja wieder auf. Und jetzt ist es so, ich würde jetzt empfehlen, dass du dir zuerst die Mühe machst, zumindest ansatzweise mehrere Minuten, 10 Minuten, 15 Minuten, das ist jetzt schon wieder eine zeitliche Vorstellung, dieses Video anzuschauen und du legst jetzt den Fokus einmal auf diese ständigen Diskussionen von diesen Pixelmännchen. Jedes dieser Pixelmännchen, jetzt bewusst als Menschen ausgedacht, wirft den anderen eine falsche Informationsquelle vor. Dieses Prinzip habe ich schon so lange beschrieben. Bei Holofeeling geht es nicht um irgendwelche einseitigen Standpunkte, sondern um das, was ist. Wie funktioniere ich eigentlich selber? Und da muss ich zuerst einmal wissen, was ich bin. Ich selbst bin etwas, was nicht existieren kann, das rote Ich. Der träumende Geist, ich kann mir einen träumenden Geist denken. Ich muss das immer wieder wiederholen, weil all die Gespräche in dieser Welt mit meinen eigenen Geistesschwung, mit Facetten von mir selber, merke ich nämlich, dass sie das immer wieder vergessen. Und jeder wirft jetzt den anderen irgendwelche Beweise vor und jeder meint, seine Informationsquelle, ich nenne das Medien und Basien, ist die richtige. Aber irgendwann musst du feststellen, dass du alles nachplapperst. Dass hier 99,99% der Aussagen, die so unheimlich logisch erscheinen, man spricht immer von der Logik. Ich sage, logisch ist nicht geistreich. Ein Computerprogramm, eine Software ist logisch, aber das ist kein Geist. Es ist ein Programm, ein zwanghaftes Programm mit einseitigen Auslegungen. Und solange du logisch bist, fährst du auf den Gleisen dieser Logik. Das heißt, auf gut Geist, ich drücke es anders aus, geistreich gesprochen, bist du ein Mathematiker. Jeder normale Mensch, den du dir ausdenkst, ist zuerst einmal ein gewisser Intellekt, ein Computer. Denk einmal statt an Menschen, an einen Computer mit einem gewissen Intellekt, mit Software und Daten. Und das ist eigentlich eine perfekte Beschreibung für das Wort Mathematiker, wenn man weiß, was Mathematiker bedeutet. Habe ich tausendmal in Selbstgesprächen erklärt, kannst du sofort überprüfen, wenn du in Wörterbücher reingehst. Das ist das Spiel mit der Automatik und mit der Mathematik. Das Wort griechische, altgriechische Wort Mathe, das Wort Mathematik hat nicht das Geringste mit Rechnen zu tun oder sehr, sehr weit hergeholt. Das griechische Wort Mathe heißt das gelernte Wissen. Und der Mathiker, der Mathikos, die Grundform in der tiefen griechischen Etymologie heißt Unbewusstsein, Tor, Blödmann.
Die Automatik, Autos ist das Selbst und der Mordikus ist der Dummkopf. Alles, was automatisch abläuft, das Programm in der Waschmaschine, die Programme im Computer, sind eigentlich unbewusste Blödmänner, die von selbst etwas machen, sie wissen aber nicht, was sie machen und warum sie das machen. Und ein Mathematiker ist dasselbe, Mathe ist das gelernte Wissen und jetzt kommt der Dummkopf, der auf den Gleisen seines gelernten und selbst geglaubten, verwirklichten Wissens fährt, egal welches Wissen er zum Denken benutzt. Das ist hundertprozentig sicher. Und dieses Spiel, wenn du jetzt genau aufpasst, alle Beweise, die die eine Figur, das eine Pixelmännchen, den anderen Pixelmännchen, ich könnte jetzt sagen, der eine Protagonist, den du dir ausdenkst, den anderen Protagonisten in deinem Traum vorwirft, sind zu 99,99% Sachen, die die eine Seite wie die andere Seite nur vom Hörensagen kennt. Wenn du ältere Selbstgespräche dir anhörst, wirst du feststellen, dass ich sage, wer hat eigentlich hier die Arbeitslosen gezählt? Die ganzen Statistiken bei CO2, die schmeißen mit Zahlen rum, die sie aus das Internet, aus das Buch heraushauen. Und dann kommen in diese Äußerung mit DNA und all das ganze Zeug, die Wassermoleküle, ja, die hat doch der vor 200 Jahren schon genau beschrieben. Habe ich gelesen, habe ich gehört. Und wenn ich jetzt einmal darüber nachdenke, wirst du feststellen, dass das so, wie du dir vor 200 Jahren vorstellst, überhaupt nicht möglich ist. Selbst am heutigen Tag kann dir keiner ein Wassermolekül zeigen. Oder jetzt den Coronavirus mit den Zäpfchen drauf, diese Darstellung. In der Form hat es noch nie einer gesehen. Und wenn die da kommen, ja, wir haben ja Elektronenrastermikroskope. Das ist an der Grenze, wenn du dir die Bilder anschaust. Können wir ja ganz kurz einmal reingehen. Ihr habt das Bild, ne? Ja. Ja. Halt, was habe ich denn dann jetzt gemacht? Ergebnis wäre. Lehren. Oh. Vieren, ja. Ja. Ohne langes E. Bin ich jetzt total blöd? Das E raus. Nee, nee. Wie wollte ich? Verdippt. Verstehe. So, ja. Schau, jetzt habt ihr ein Virus. Das ist jetzt zum Beispiel hier eine Elektronenrastermikroskopaufnahme. Das, was du jetzt siehst, ist ein Monitor. Ihr Menschen, die außen lebt, ihr seht logische Konstrukte. Wenn du dich da mal damit beschäftigst, von den Zäpfchen, was ich jetzt sehe, ist schlichtweg ein Monitor mit einem Unterschied von hell und dunkel. Der ist nicht. Das ist, du musst jetzt erst einmal bewusst machen, was du jetzt wahrnimmst. Wir reden von Wahrheit. Unser Thema ist die Wahrheit. Eine Wahrheit ist eine Wahrnehmungseinheit. Stimmt oder stimmt? Ja. Und alles andere sind logische Konstrukte. Ich verweise nochmal, wo da sehr schön drauf eingegangen wird, auf dem Weißenburg-Vortrag. Ein Bild ist ein Bild. Und was ist eine Halluzination? Eine Illusion? Bin ich tausendfach drauf eingegangen. Ja. Wenn du in einem statischen Raster plötzlich Gesichter und Dinge siehst, die jetzt überhaupt nicht vorhanden sind. Das beginnt in dem Moment, wo ein statisches Raster setzt dieses Bild. Diese Schriftzeichen, die natürliche zähe Feuchtigkeit, der Schleib, der Schlamm, das sind wieder Worte. Was machst du aus den Worten? Mach dir jetzt erst einmal bewusst, was du jetzt wahrnimmst. Alles, was jetzt zusätzlich in deinem Kopf auftaucht, sind Interpretationen dieser Wahrnehmungseinheit. Die variierst du, die veränderst du ständig. Aber im Maßsetzung deines Intellekts, den du zum Denken benutzt, und den hast du dir nicht rausgesucht. Egal, um was es geht. Und jetzt gehen wir mal in die Vordersprache rein, wie das Ganze dann ausschaut. Und zwar fangen wir ganz schlicht und einfach einmal an bei dem Wort Gott in der Bibel. El Hayom. Das wird normalerweise als Gott übersetzt. Wir wissen das ja. Ich will jetzt da gar nicht so genauer drauf eingehen. Mir geht es um die Rot-Blau-Lesung. Das ist zuerst einmal Gott als Ding an sich ist plus El. Ich weiß, dass ich jetzt hier Sachen ausspreche, wo mir wieder viele total begeistert sind, das sofort nachvollziehen können. Das sind jetzt in dem Wörterbuch, das bedeutet alles dieses L. Das Schöne ist im Rot-Blau lesen, wir haben Rot gelesen, unser Schöpferlicht. Ich sage immer wieder, das ist der Geist, die Energie, nenn es wie du es willst. Und Blau gelesen wird es dann eine Schöpfung, die aus Licht besteht, Licht, Schatten, alles Mögliche. Wichtig ist, dass das Wort erst einmal nichts heißt. Und es heißt Gott. Gott ist nichts. Creatio ex nihilo, die Schöpfung aus dem Nichts. Das ist das Internet, bevor einer reinschaut. Und das Internet ist alles Wissen, was jemals war und was jemals noch in dir auftauchen wird.
Der nächste Buchstabe ist H. Ella. Das ist interessant, da machen die schon Fragezeichen dahinter. Eigentlich heißt es Beschwörung und Fluch. Da wird es natürlich jetzt sehr interessant. Das, was du erlebst, ist das, was du beschwörst. Das heißt, wenn ich jetzt mir zwei Menschen ausdenke, die diskutieren, ist jeder, lebt jeder in dem Wahn, dass er glaubt, das, was ihm logisch erscheint, ist richtig. Wir sprechen immer von der Logik. Das ist wie wenn ich mir einen Computer ausdenke mit einem gewissen Software und einem Betriebssystem und der meint, seine Logik ist schon das einzig Richtige, das Gelbe vom Ei und jede Logik, die seiner Logik widerspricht, seinem Glauben widerspricht. Das führt uns ja wieder zu unserem AOB, die Beschwörungskunst, der Glaube. Habe ich tausendmal gesagt. Die hebräische Radix AOB, die Schöpfung einer aufgespannten Polarität, ist die Beschwörungskunst. Das heißt, wenn ich was beschwöre, oder der Fluch. In dem Fluch ist es natürlich schön, gehen wir mal in die Etymologie rein, was Fluch bedeutet. Im Zorn gesagtes Kraftwort. Eine abergläubische Verwünschung. Jetzt ist schon ganz interessant, wenn ich jetzt das hebräisiere, im ist ja das Meer. Wir haben ja hier hinten den El Hayom, war ja unsere Ausgangsbasis. Da muss ich jetzt ein IM dranhängen. Das ist das hebräische Wort für das Meer. Dann habe ich die Beschwörung des Meeres. Mhm. So wie es jetzt da steht. Die Beschwörung oder die Verfluchung des Meeres. Ich kann natürlich El als Gott lesen und nichts lesen. Das Haim heißt das Meer. Darum sage ich immer, El Hayom heißt eigentlich Gott das Meer. Und so, was du beschwörst, werden in dir Gedanken werden aufgeschmissen. Das führt uns zu dem Fluch, dann heißt es Meer im Vazor-En. Das hebraisiert so, das zu Formwerden von Existenz. Mhm. Jetzt ist es natürlich gehoben. Der Geist, wenn es zu einer Wahrnehmung wird, blau gelesen, kriegst du ein kreisenden polare Existenz. Das ist oben, das sind deine Gedankenwelt. Du bist ja in der Tiefe des Meeres und du denkst, du überlegst dir das ja über dich drüber, deine Wellen. Darum ist es eine abergläubische Verwünschung. Jetzt wird es natürlich schon wieder interessant. AB heißt aufblühen, heißt auch Vater, ab oder auf ausgesprochen. Der Vater erweckt oder das Aufblühen, das erweckt wird, ist eine Welle. Gal, hebräisch. Jetzt haben wir unser AOB, das ist die Beschwörung von Ish. Mhm. Und wir wissen ja Ish, dieses intellektuelle Logik. Das ist das Hebräische, aber das taucht in dir etwas auf, das was jetzt da ist. Das Bestehende, da steckt schon die Ehe mit drin, das Ehe. Das ist Wen Berch und Wen Dal. Das ist das, was jetzt existiert. Das, was jetzt vorhanden ist, das ist deine Wahrheit. Und diese Wahrheit nimmst du wahr. Ische. Und darum heißt es, er leiht sich, er lieh da, er stellte etwas, er rechnete ab, weil das sind ja deine logischen Berechnungen, die du dir vollkommen logisch ausrechnest, aus dir herausrechnest und als Vorstellung vor dich hinstellst und dann nimmst du das als Information wahr. Wohlgemerkt, das, was du dir vorstellst. Vor dem absoluten Inneren, wieder das kleine Bild rechts unten anschauen, stellst du dir jetzt erst einmal eine Gedankenwelle vor und du schaust halt bloß immer in eine Richtung. Haben wir so oft gehabt. Wenn du nach oben schaust, fällt dir das unten. Wenn du nach vorne schaust, fällt dir das hin. Dass du natürlich zusätzlich dir auch noch vorstellen kannst, was hinter dir ist jetzt. Es lässt dich dann aber auch vergessen, dass da noch eine andere Seite da ist. Mhm. Und darum gehst du im selben Moment in die Vergessenheit, weil du dich entheiligst, wenn du an einer einzigen Wahrheit hängst und du meinst, das ist schon das Absolute. Das Absolute ist die Vollkommenheit in der Mitte. Beziehungsweise derjenige, der das sieht. Das ist natürlich jetzt eine sehr einfache Metapher, weil genau genommen, was ich jetzt nur als Wellenberg und Wellendal darstelle, wo auch niemals nacheinander kommt, das ist schon ein Auseinanderreißen, dann denkst du nämlich zeitlich, dann sieht es ja so aus, und das Bild anschauen. Und du denkst dir noch was vor dir und hinter dir hin. Und jetzt merkst du, das ist wie eine Kugel, die atmet. Das ist das Nichts, der Geist, der träumt, der schläft ohne zu träumen und in dem Moment, wo er zum Träumen anfängt, hast du ein ständiges Flackern, das ist wie eine atmende Kugel, wo du immer das Zentrum bist, aus dem alles herauskommt. Du schaust aber aus dem Zentrum immer bloß in eine Richtung, egal wo du dich jetzt hindenkst mit deinem blauen Kopf. Dieser blaue Kopf, was sich in deinem blauen Kopf befindet, ist schon ein peripheres Zentrum, weil ich muss mir den Satz mal ausdenken. Verstanden? Ihr seid so stille. Ja. Wir wollen jetzt in den Fluch weiter reingehen. Das war jetzt nur dieses Wort. Ich sage immer aus jedem Wort ein 400-Seiten-Buch mit einem streng arithmetischen System. Und jetzt haben wir die Verwünschung.
Da haben wir natürlich die Vorsilbe ver, hat ja zwei Seiten. Wir können etwas verbinden und wir können etwas verstreuen. Mhm. Da ist das dann mal dieses Erwecken, dieses hebräische Wort R, 70-200, das heißt eine augenblickliche Berechnung. Das ist immer, wenn ich R mache, setze ich einfach nur mal das. Da gibt es natürlich wesentlich mehr Möglichkeiten. Und das ist jetzt, es wird etwas auf, G, AUB, der Schöpfergeist ist der Geist und der wird doppelt aufgespannt und es wird geeckt. Das ist immer, wenn ich sage, du schaust in die Ecken rein, weil ich ja mit der Metapher eigentlich nur eine flächige, einfache Metapher mache, was genauerweise deine Blickwinkel gehen. Ja, wenn man das jetzt als Tetraederspiegel nimmst, denkst du dich ja in Facetten der Ecken, die wir hochspiegeln in unserer 1-4er-Struktur. Ja. Muss man dich jetzt wissen, aber das ist alles tausendfach erklärt. Dann wird praktisch in dir was erwachen, es wird etwas aufgeweckt, das ist der Moment, den du wahrnimmst und das ist deine momentane Wahrheit, die unterliegt aber einem ständigen Wechsel von Augenblick zu Augenblick, was du nie aufhalten kannst. Darum sage ich, es ist so ein geistloser Wahn zu glauben, irgendeinen Gedanken, den du jetzt denkst, dass du den am Leben erhalten, Leben heißt eine auseinandergeschmissene polare Existenz, dass du den am Leben erhalten könntest. Er wird mit dem nächsten Gedanken schon zerstört, auch dein Körper. Egal an was du denkst, du schöpfst es aus dir heraus, weil du ein Schöpfergott bist. Und dann wird es zu einer Wahrnehmungseinheit, die durch den nächsten Gedanken schon wieder zerstört wird. Das ist das, was ich erkläre. Das ist doch ein ganz einfaches Deutsch und eine hundertprozentig sichere Beschreibung von dem, was du Geist wahrnimmst. Mhm. Ja. Und wenn du da in die Vergessenheit gehst und du bist in einer Einseitigkeit, du wähnst dich dann, ich benutze mal das Wort als Avandar, als du verwechselst dich mit dieser Spieler, mit dem Spieler in deiner virtuellen Welt. Du setzt dich in deine Traumwelt hinein und hast vergessen, dass du der träumende Geist bist, dass sich das alles bloß in deinem roten Kopf abspielt. Ja. Das ist ein ständiges Dreien, Evolution, Revolution, hineinrollen, herausrollen, Universum, das in eins gekehrte Ganze. Du bist diese Uni, du bist das Eins, zumindest für deine Traumwelt. In deinem Traum bist du der einzige konstante Parameter, der sich nicht verändert, dein ganzes Leben lang. Der Geist, der das Leben, das jetzige Leben erlebt, von dem, der du zu sein glaubst, hat sich bis jetzt nicht im geringsten verändert. Egal, was du anschaust, der Geist, der schaut, ist immer dasselbe. Der ist auch nicht älter geworden. Was alterniert, das sind die Bilder. Die alternieren. Ja. Das ist hundertprozentig sicher. Und das Ganze spielt sich im Kopf des Schöpfergottes ab. Das ist Rai. Mhm. Rot gelesen. Mhm. Ja. Deswegen heißt es Rai auch ein Schauspiel. Nein. In einem Spiegel. Das ist das hebräische Wort für Spiegel, da kommen wir jetzt gleich dazu. Jetzt kann ich das rot reden, dann habe ich der Kopf, der Geist, der du bist, das ist der geistige Schöpfer und das ist der Fall, wenn du ein bewusstes Gotteskind bist. Wenn wir es blau machen, wird der Rai zu einer gewissen Rationalität, das R, das Rosh, und der macht Schöpfungen, das sind deine Berechnungen des deines Intellekts. Mhm. Dann sage ich, die rote 9 ist eigentlich ein Spiegel. Jetzt schauen wir uns das einmal an, SBI. Mhm. Jetzt kann ich das sagen, das raumzeitliche Wissen deines Intellekts. Mhm. Wenn ich das eingib, das hast du meine Schwelle. Mhm. Jetzt habe ich wieder viele Möglichkeiten, die alle stimmen, das sind nur, denk an unsere 16 Perspektiven. Ja. Das ist meine Schwelle. Wenn ich das wieder aufteile, Shin steht für die blaue Logik, dann ist es eine logische Welle. Das J am Ende machen wir rot, das heißt ja auf Hebräisch. Mein. Hebräische Grammatik. Rot gelesen ist die bewusste Weisheit eines Gotteskindes. Das Bewusstsein ist die Weisheit, denk wieder, jetzt der kleine Trick, die Metapher, physikalisches Licht. Weißes Licht beinhaltet alle Frequenzen gleichzeitig. Ja. Das ist göttlich. Wenn wir das blau machen, das S, steht die 60, das ist die 6 aufgespannt auf der 10er-Ebene. Das wird praktisch dein Intellekt, 10, wird aufgespannt, mal 10 gibt 60. Das ist praktisch, steht für alles raumzeitlich Wahrgenommene, für jegliche Form von Information, von Wahrheiten, die du siehst. Und das ist das Wissen deines Intellekts, das mehr oder weniger zu einer Wahrheit wird. Wohlgemerkt deines Intellekts, den du zurzeit zum Denken benutzt. Wir sind bei dem Wort Spie und jetzt machen wir Egel und da schreiben wir jetzt EGL. Das Gallwissen ist eine Welle und das 70 steht für einen Augenblick. Das heißt, der Augenblick auf eine Welle. Das ist erst einmal das goldene Kalb.
Genau. Auszug aus Ägypten, wo die rum. Ich komme mit den als Mose mit den 10 Geboten runter und ihr habt komplett wieder abgefallen, habt euch wieder auf eure Priester gehört, die nichts zu wissen wollen mit dem wirklichen Gott und euch jetzt ein Kalb hinstellen oder ein Kreuz hinstellen. All dieses ganze Zeug, ihr betet das an, was anbetungswürdig ist. Ja. Menschen, die sich ihr Kreuz um den Hals hängen, die sind für mich pervers. Ich sage immer wieder, wenn es mich ertränkt hätten, dann würden sie sich kleine Aquarien um den Hals rumhängen. Kaal heißt wieder, wie das Nichts des Balabert. Ich kann natürlich auch K lesen, das A als Vokal rausschmeißen, LB heißt Leb. Ja. Leb ist das Herz, HRS wiederum hebraisiert heißt Erde. Ja. RD heißt erwecktes Wissen, das heißt wie das erweckte Wissen, das steckt da drinnen. Aber dasselbe Wort, wir sind bei dem Wort Egel. Ja. Ich egel's. Agol wird es übrigens ausgesprochen, auf Hebräisch, wenn man wird es vokalisiert. Mhm. Das heißt, Kreise ziehen, runden. Runden, sich runden. Ich drehe das jetzt wieder so, wenn du mein Ding anschaust. Das sind deine Gedankenwellen. Das um das goldene Kalb herumtanzen, ist eigentlich dieses ständige Kreisen, Evolution, Revolution, von Wahrnehmungseinheit zu Wahrnehmungseinheit, von Augenblick zu Augenblick. Mhm. Und jetzt haben wir die Kreise, die du ziehst, das ist im Spiegel die Raumzeit, Karei, von dem reden wir gerade. Und da ist immer die Geburt eines Intellekts, ZI, ist immer eine Eheexistenz, weil es gibt keinen Wellenberg ohne einen Wellental, es gibt kein Hell ohne Dunkel. Ja. Das ist ein arithmetisches System, das ist die Wirklichkeit, aber ich muss das doch mal wissen, was Wahrheiten sind. Wahrheiten ist eine Wahrheit, eine Wahrnehmungseinheit ist das, was ich jetzt im Moment wahrnehme und das unterliegt einem ständigen Wechsel. Und jetzt kommen wir wieder zu diesen, das können wir jetzt ewig fortführen. Es ist ein vollkommen neues System, das hundertprozentig sicher arithmetisch beweist, dass du jetzt im Moment in einer Matrix lebst. Praktisch in einer virtuellen, computergenerierten Welt. Und wenn du die Welt verändern willst, und die kann nur der träumende Geist ist in der Lage, den Traum zu verändern. Ja. Ja. Nützt es nichts, wenn du unbewussterweise als Figur in deinem Traum, mit der du dich noch verwechselst, auf die anderen Figuren, die du dir auch ausdenkst, einsprichst, auf die Straße gehst, egal was du machst, es verändert nichts am Programm. Es verändert dann zwar durchaus die Bilder, deine Reaktionen. Das ist wie, stell dir einen Spieler vor, der mit einem Joystick mehr oder weniger hier vor seinem Computer sitzt und ständig auf Informationen, das sind ja seine Informationen von dem träumenden Geist, vom Spieler. Ja. Deine Informationen ist das, wenn ich jetzt ganz simpel das Kind, das vor einem Bildschirm sitzt, du reagierst auf diese Sachen und jede Reaktion ist eine Eingabe in das Programm, das das Bild verändert. Mhm. Es verändert aber nichts am Programm. Ja, das ja, ja. Ja. Das heißt, wenn du das Programm verändern willst, musst du zuerst einmal, wer du bist, wissen. Du musst aufhören, dich mit dieser Figur zu verwechseln, mit den Gedanken zu verwechseln, der du zu sein glaubst, dann musst du wissen, wie du funktionierst, dass das wirklich ein Programm ist, das die Grundlage ist für deinen momentanen Traum. Ich sage, das ist dein Schwammenhalt, dein Intellekt, den du zum Denken benutzt. Dann müsste dir klar sein, dass die Figuren, die in deinem Traum auftauchen, die von dir ausgedacht werden, dass jeder dieser Figuren, dieser Personen symbolisch für einen Menschen steht und Mensch, sag ich, ist ein Konstrukt, Wähler- und Interpretationsprogramm, dass das Programme in Programmen sind. Ja. Die KIs, die in einem Videospiel auftauchen, auf die du triffst, wo du ja selber auch bloß eine KI bist, ja, sind unterschiedliche, ja, Glaubenssysteme. Ja. Die sind aber ja alle schon auf deinem Programm drauf, wo du sagst, das ist ja nicht mein Glauben, das ist ja falsch, das ist verkehrt. Aber was du ausdenkst, gehört dir. Das bedeutet Holofeeling nicht nur, dass es dir gehört, bist es in dem Moment in Art einer Form, einer Information, unendlich viele Facetten. Das sind ja nicht die Puzzlestückchen. Du kannst jetzt das extrem erweitern, aber nicht auf dieser Ebene in die Richtung, wo du schaust, du musst in die andere Richtung gehen. Wenn ich immer wieder sage, das ist wie träumender Geist, ein Pinsel malt ein Bild. Der bestimmt aber nicht, was er malt oder schreibt. Ein träumender Geist träumt, der bestimmt es aber nicht. Jetzt musst du begreifen, hey, ich bin ja auch kein träumender Geist, sondern der wirkliche Geist, der sich jetzt einmal bewusst als träumenden Geist denkt. Das bist du dann auch nicht. Du bist der, der sich alles ausdenkt und den kannst du nicht denken, ohne dich. Du kannst nicht an dich denken, ohne dich zu einem Gedanken von dir selbst zu machen. Ja. Ja. So, und jetzt kannst du mal in deinen geistigen Archiven willen, egal was in dir auftaucht, taucht jetzt in dir auf und dann sind vielleicht da Videos drin für Holofeeling,
mit Jahreszahlen bis 2000 runter. Und du wirst feststellen, da habe ich dasselbe gesagt. Ich spreche ein ganz einfaches Deutsch. Ich erkläre das mit einem Deutsch, das du komplett in eine Vorstellung umsetzen kannst, wo es nichts zu diskutieren gibt, weil ich rede von dem, was ist. Auch wenn das noch sehr unglaublich klingt. Das ist jetzt schon wieder eine Definition. Ja, genau. Und jetzt ist es, dass die Figuren in deinem Traum, das Erste, was du erkennst, jeder schmeißt seinem Gegenüber eigentlich sein eigenes Problem vor. Er glaubt nämlich, dass das, was er geistlos nachplappert, weil es ihm logisch erscheint und im Widerspruch steht zur Äußerung der anderen Figur, dass seins richtig ist. Das symbolisiere ich. Ich sage, der Henkel ist rechts und du sagst, der Henkel ist links. Und ich sage, jetzt begreift das doch mal, was er das ist. Und dann wirst du feststellen, in der ersten Form des Verstehens gibt es da vier Möglichkeiten, wenn er das auf dem Tisch steht. Henkel rechts, Henkel links, Henkel in der Mitte und kein Henkel. Jetzt gehe ich aber einen Schritt weiter, dass ich sage, wenn du jetzt geistreicher bist, dass du feststellen, dass man da sogar 16 Perspektiven ganz klar nachvollziehen kann. Ja. Die jetzt selbst dafür gilt, wenn du jetzt zum Beispiel, ich sage jetzt immer wieder, wenn du ein Brillenträger bist, denk jetzt an deine Brille, wo war die ganze Zeit? Ja, ja. Da gibt es 16 Möglichkeiten. Es gibt erst einmal den Zustand, dass du an die Brille denkst oder nicht an die Brille denkst. Mhm. Ja. Es ist nur einer von den zwei Zuständen für dich da. Das setzt aber voraus, dass du dir einen ausdenkst, der ein Brillenträger ist. Genau. Ich kann mir aber einen ausdenken, der kein Brillenträger ist, für den stellt sich das Problem nicht. Mhm. Ich kann mir aber auch einen ausdenken, der Brillenträger ist, aber es ist ein Unterschied, ob ich an meine Brille oder nicht an meine Brille denke oder ob ein anderer an seine Brille oder nicht an seine Brille denkt. Ja. Das sind alles Möglichkeiten, die sich nur aufbauen, Mensch mit Brille. Von welchen Menschen rede ich? Oder Person mit Brille? Rede ich von mir oder von einem anderen? Dann sind wir schon wieder, platzt ihr schon wieder in eine Verdopplung auf. Ja. Und das hängt untrennbar zusammen. Es ist immer gleichzeitig. Mhm. Und darum ist es so wichtig, wenn ich es auch wiederhole, die ärmsten Schweine sind die, die Geist sind. Und das nicht für Vollnehmer. Dann sage ich nochmal wirklich mit einem absoluten Strenge und einem Ernst. Du wirst bis in alle Ewigkeit leiden. Und ich war um dich herum deine Traumwelt anzünden, du wirst in die Hosen scheißen vor Angst. Ja. Wenn du jetzt nicht richtig reagierst auf diesen Segen, dass die Holofilling eingespielt wird. Mhm. Du musst an deinem Leben als Person gar nichts verändern, das sage ich immer wieder dazu. Es ist ein rein geistiger Akt. Wenn du nur ein Gedanke bist, wie wenn ich jetzt an Marsmännchen oder an Osterhaus denke, dann musst du da keine Gedanken machen, das löst sich schon wieder auf, wenn du es nochmal denkst. Das gilt übrigens für alle Menschen. Ich könnte jetzt sagen, du kannst jetzt an deine Söhne denken, Marco, die du dir ausdenkst. Es ist nichts anderes, es sind Gedanken. Den Traum überlebt nur der Geist, der träumt. Es wird nichts, absolut nichts überleben, was du dir ausdenkst. Genau genommen löst es sich schon auf, wenn du es nicht mehr denkst. Ja, das ist es. Und wenn du es denkst, dann wird es genauso sein, wie du dir es denkst. Was ist das verbindende Parameter für alles, was du Geist erlebst? Und du bist Geist, sonst würdest du dieses Gespräch nicht. Du selbst? Ja. Weil du es dir doch jetzt ausdenkst. Ja. Die Leute von der Anstalt, wenn du ein Video anschaust, du sitzt an deinem Computer, holst dir aus dir selbst, aus dem Internet Sachen heraus und jetzt schau mal in dich rein, was du noch glaubst. Du bist so felsenfest davon überzeugt, dass all die Sachen, die du dir ausdenkst, da außen sind und du überhaupt nichts damit zu tun hast. Das ist die Geistlosigkeit. Das ist die komplette Entgeistigung, ob du dich Christ oder Moslems oder Wissenschaftler nennst. Und dann schmeißen die mit Zahlen um diese geistlosen Nachplappern. Und ich sage, die Strafe, die dir auferlegt wird, ist die Strafe des Unbewusstseins. Weil ich immer wieder sage, solange du nur noch das glaubst, was du beschwören kannst. Ah ja, ist gut. Das heißt, was kann ich beschwören, was ich jetzt als Geist absolut im klassischen Sinn der Beschwörung vor einem weltlichen Gericht, ich habe es mit eigenen Augen gesehen, ich habe es erlebt. Ja. Alles, was du nur vom Hören sagen kennst, was dir logisch erscheint, das beginnt schon, dass du sagst, ich wurde von meiner Mutter geboren, du schwörst an Meinheit. Genau dieser Meinheit macht dich zu dem, was du zurzeit sein glaubst, ein sterbliches Säugetier mit der Angst, es versucht möglichst lange am Leben zu bleiben. Damit zögerst du eigentlich bloß diese Reifestufe deines Geistes hinaus. Mhm. Ja. Weil du dich mit deinen Gedanken von dir verwechselst. Und dann denkst du dir Sachen aus und du bestimmst dann, das sind Lügner und das sind Idioten und die sind böse und die sind gut. Wie oft habe ich das schon gesagt? Ja.
der Unterschied der Figuren schon, die Tatsache, ob das Schriftstück, das du jetzt anschaust, auf einem Monitor oder auf einem Fetzen Papier, das du dir vorstellst, das du aus dir herausdenkst, schon die Definition, dass dir gar nicht bewusst ist, ob das eine Zeitung ist, ein wissenschaftliches Buch ist oder ein Roman ist oder ein Märchen ist, ändert nichts an den Vorstellungen, die du aus den Worten herausgenerierst mit deinem Wissen. Aber extrem an dem Gefühl, ob du damit was zu tun hast oder nicht damit zu tun hast. Ob das stimmt oder ob das nicht stimmt. Sobald ich einen Roman lese, dann ist das natürlich alles an Mord und an Grausamkeiten und Kriegen, was ich lese. Wenn es ein Roman ist, war das ja nie. Sage ich aber, das Schriftstück ist ein Geschichtsbuch, dann bestimme ich, dass das war. Und das war natürlich, ist alles passiert, bevor es mich gegeben hat, weil ich ja so hartnäckig überzeugt bin, ich bin der Gedanke, an den ich denke, wenn ich an mich selbst denke. Ja. Ich kann das immer nur wiederholen, weil mehr nützt dir nichts. Ich flechte immer ein bisschen Programm mit ein, wenn wir in die Vordersprache reingehen. Ja. Und das trennt jetzt. Jetzt müssen wir schon wieder sagen, jetzt denkt man so mal ganz bewusst Menschen aus, die sich seit 20 Jahren mit Holofeeling beschäftigen. Ihr seid doch ein Musterbeispiel. Da sitzen zwei ältere Lehrer im Ruhestand. Und da muss man sich doch eingestehen, Don ist dasselbe in Grün mit der Helene. Ja. Da muss man sich eingestehen, wie lange habt ihr jetzt gebraucht, ein Viertel des Jahrhunderts, um dieses einfache Deutsch zu verstehen. Jetzt könnte ich wieder negativ sagen, ist das nicht erbärmlich, Peter? Dass du jetzt 25 Jahre fast gebraucht hast, um Deutsch zu verstehen als Lehrer? Finde ich auch, Es ist irre, wie Kirre an Wissen macht, wie unendlich. Diese löse dich von diesen ganzen Diskussionen. Ja. Ich habe dann ja hier heute Morgen ganz, ganz kurz die Abgeschiedenheit. Ja, schön. Ja, wunderbar. Oh. Ist ganz kurz nochmal reinstellen. Ja. Ich bin jetzt ganz nur schnell, wo ich in die Updates das reinmache. Diese kleine Stelle, das Video kann ich dann noch mit dranhängen in den Update. Das ist jetzt natürlich hier Meister Eckhart. Ich sage immer wieder, weil wir das Thema hatten, Meister Eckhart über die Abgeschiedenheit. Es ist wert, sich das ganz so anzuhören. Das ist Mystik. Meister Eckhart ist reines Holofeeling, bloß ohne Wissen über die Matrix selbst. Ja. Die Grundlage. Und jetzt mache ich dieses Geheimnis der Abgeschiedenheit. Ab ist ab. Ub ist Elayom ist Gott. Ab als abgelesen spricht sich gleich aus. Ist der Vater. Ja. Und der ist Geist. Ist Geist. Und da ist Schi. Der Logos Gottes, blau gelesen, ist es ein Geschenk auf Hebräisch. Und dieses Schi ist Eden. Das ist das Paradies. Das übrigens sehr interessant ist, können wir da nochmal anschauen. Und jetzt öffnet es eine Wahrnehmung und Eid auf Hebräisch heißt buchstabiert. Das ist, dieses Wahrgenommen ist genauso, wie du das buchstabierst. Darum haben wir auch die Wirklicht, das wirkende Licht. Das ist ja genau das Gegenteil von den Wahrheiten. Ja. Die Wahrheiten, wenn ich jetzt mir einen klassischen Filmprojektor oder einen Videobeamer vorstelle, moderner ausgedrückt, die Wahrheiten sind die ständig wechselnden, ausgedachten Bilder, Beilet, Eara, Febreisch, im Kind erweckt. Das ist ja in deinem Kopf, das, was du dir vorstellst, was in einer gewissen Entfernung von dir zu sein scheint. Entfernung ist in dir drin. Nichts ist präziser wie die Sprache, die deutsche alemannische Sprache, aber nur für aller Männer, die Männer Gottes, die Männer des Nichts. Das sind die Träume des Geistes von. Ja. Und das ist wie buchstabiert. Was machen wir die ganze Zeit, wenn wir Holofeeling machen? Ja. Wir achten auf die Buchstaben. Ja. Buchstaben sind Schöpfungskräfte. Das ist das, was zuerst einmal verstanden werden muss. Da müssen wir rein. So, das sind Schöpfungskräfte. Darum sage ich, nichts ist es mehr wert. Das ist jetzt rein eine Reife, wo du deinen Fokus hinlegst. Was ist dir jetzt wichtiger? Dich auf die nächsthöhere Ebene zu bewegen in deiner geistigen Entwicklung, wo du dir irgendwann einmal einen Anfang setzt, wo du sagst, ich wurde geboren als sterbliches Säugetier und ich werde irgendwann mich einmal wieder auflösen. Hast du ja so schön Asche zu Asche, Staub zu Staub. Was jetzt da drin steckt, Vorstellung, Bibel lesen. Weiß das einer? Was passiert jetzt, wenn ich diese deutsche Worte hebraisiere? Pass auf, ich mache mal das kleine Wunder. Wir machen das schlichtweg und einfach. Wir schauen uns das einmal an. Dass ich sage, Asche zu Asche, Staub zu Staub, bedeutet letztendlich, sag mir, mit wem du gehst und ich sag dir, wer du bist. Ich sag dir, für was dich interessiert und was die Hauptthemen in deinem Kopf sind. Du musst das dann mal schauen, jetzt als die Figur, die du zu sein glaubst. Mit wem, mit welchen Menschen umgibst du dich?
dann wirst du feststellen, du sympathisierst mit irgendwelchen religiösen oder politischen Gruppierungen, auch wenn du sagst, ich habe damit nichts zu tun, dass du gegen politische oder religiöse Gruppierungen bist, die kann ich auch sagen, das ist eine Gruppe. Dann gehörst du zur Gruppe derer, die gegen religiöse oder politische Gruppierungen sind. Du verlässt deine Sekte, deine Sektion dadurch nicht. Ja. Jedes Glaubenssystem, das im Widerspruch zu einem anderen Glaubenssystem oder anderen Glaubenssystemen steht, ist auch ein Glaubenssystem. Ja. Okay, jetzt muss ich da doch nochmal einschalten. Ja. Und dann gehen wir in unseren Gematrie Explorer rein. Und dann schauen wir uns mal die Asche an. Wir machen jetzt aber das Folgende, dass wir die Asche, da gibt es übrigens Asche und Staub, im Hebräischen sind zwei verschiedene Wörter. Was jetzt erst einmal entscheidend ist, wir denn das Hebraisieren, wir machen ein A, dann machen wir ein Shin, wir lesen das blau, die schöpferische Logik ist das, was du wahrnimmst. Da steht jetzt A, Shin, He, das kann ich Asche lesen. Das ist deine Ehefrau, das ist die Frau. Dein Weib, schreibe ich das, ich weiß. Beta, mit einem Beta geschrieben, ich weiß. Das ist die Asche. Das heißt Wissen zu Wissen, Weib zu Weib, Frau zu Frau. Ja, genau. Jetzt erinnere ich an diese große, tiefe Weisheit im Life of Brian. Er hat Jahwe gesagt, kann es sein, dass da Weibsvolk unter uns ist? Geschwätziges Weibsvolk, die nicht alle Recht haben, letztendlich mit ihren Wissen, mit ihren Misshandlungen, die sie an sich selber, mit ihrer Einseitigkeit wahrnehmen, sind es, ist das nicht Weibsvolk? Das ist die Asche. Ja. Und in dem Staub haben wir natürlich schon wieder ganz lachtig schon das AOB wieder an. Ja. Die Beschwörungskunst von toten Geistern, die eine Zauberei betreiben, dass die gar nicht klar ist, dass ein heliozentrisches Weltbild überhaupt nicht geben würde, wenn du nicht eins aus dir herauszaubern würdest. Indem du dieses Wissen, das du nur vom Hören sagen kennst, das du mit einem Meineid beschwören müsstest, weil du es nie gesehen hast, das aber für dich hundertprozentig sicher ist, weil es für dich logisch erscheint. Was sollte denn einem Geist, einem Computer, anders ausgedrückt, logischer erscheinen, wie genau diese logischen Strukturen, mit denen er programmiert ist? Ein Satz, den ich tausende Male wiederholt habe, ist doch ganz einfaches deutscher Lehrer für ihn, oder? Du merkst, die Menschen sind taub. Ja, wirklich. Ey, die sind taub. Taub. Die leben in ihrer einseitigen Beschwörungskunst. Ja. Stimmt oder stimmt? Absolut. Unglaublich. So, jetzt machen wir das einmal so. Das ist jetzt natürlich sehr weit übersetzt. Schau, wir haben jetzt den Adam, der anfängt, etwas wahrzunehmen. Ja, Erde. Da muss ich jetzt sagen, diese Sachen, Adam ist ja der Mensch, es ist ein Gotteskind. Das He hinten ist normalerweise, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, das ist zum Beispiel als Besitzanzeichen des Hybrid, heißt es ihr Adam. Der Adam, das heißt dann praktisch der Adam, der Mensch in der Frau. Ihr Adam ist praktisch ihr Geist. Wenn du als normaler Mensch das sagst, dann ist dasselbe, heißt dann natürlich auch in dieser Radix, in den Adam steckt das Schweigen mit drin, ich schweige. Das ist, dann gehst du in die Abgeschiedenheit als Geist. Ja. Nicht als die Figur, der Rolle du zurzeit spielst. Ja. Schon die Rolle spielen, schau das kleine Bild wieder an. Du bist doch ein Ding in der Evolution, Revolution. Du gebierst deinen Körper jedes Mal, ich drück's besser aus, du schöpfst jedes Mal einen Körper aus dir heraus, der dich einhält. Schau das Bild an, wenn ich wieder sag, dieses, wenn du jetzt an deinen Kopf denkst, dann bläst du um dich rum den Kopf auf. Du selber, der du jetzt den Kopf um dich rum denkst, schaust jetzt angeblich aus deinen Augen heraus. Angeblich. Angeblich. Die Bengen. Und was hebraisieren. Das ist die hebräische Radix, die Konsonante Radix von Augen. Ich sage das so oft. Weil jetzt hast du, das sind die Polarecken. B-Eck. Ich kann auch in einem Eck lesen. Das ist der rote Kopf. Du denkst, ich sage immer wieder, der rote Kopf. Wenn du im Zentrum eines roten, eine, Entschuldigung, eines blauen Kopfes bist, befindet sich dieser blaue Kopf. Das ist einmal immer im Mittelpunkt des roten Kopfes. Und da du dir den jetzt ausdenkst, stellst du ein neues Zentrum um dich herum, wo du sagst, ich bin in dem Kopf. Ich geist jetzt in dem Kopf. Ja. Dann hast du vor dir die blauen Ecken. Das ist das einmal deine Verabrede. Das sind die zwei Seiten der Verabrede.
Du musst so eine Kante machen, wo du reinschaust. Mhm. Die anderen 8. Da kannst du es genau schauen, wenn wir das rot machen. Du, rot gelesen bist, der Schöpfergeist ist reines Sein. S-A-I müssen wir hier schreiben, das müssen wir ausbessern. Mhm. Ich kann wieder sagen, vielleicht sieht jetzt das mein Andi, der diesen Gematrie-Explorer macht, und dann magst bitte Andi, spreche ich eine Figur an, das sind ja lauter Kugelschreiber, die ich benutze, und dann magst hier S-A-I-N. Bewusstsein ist nicht existierend. Mhm. Wenn wir es blau lesen, ist Schöpfung, schöpferisch, ist unbewusster Geist, das heißt dein Gehirn, das symbolisiert den Verstand, das blaue G, den Verstand und den Intellekt, wird jetzt dein Intellekt, wird zu was Existierendem. Das ist, wenn du sagst, ich. Und denkst dabei an dich. Aber jetzt ist die Frage, denkst du an dich als Mensch oder denkst du als dich an Person? Das ist der Unterschied, ob du jetzt dich an Menschen denkst, dann denkst du nämlich an eine ganze Lebensgeschichte, die du gleichzeitig gar nicht denken kannst. So wie wenn du an deine Küche denkst. Und das ist an und für sich, heißt es korrekt, das ist jetzt der Boden, das sind Übertragungen, das heißt Erdboden. Das ist die Erde selber, der Boden, auf dem du stehst. Aber ist das nicht die weibliche Form vom Adam? Ja, gut. Das ist hier unten ein bisschen, das sind ganz, wenn ich immer sage, Wort ist ein 400-Seiten-Buch, ist das ganz, das Nötigste, Erde. Das habe ich jetzt das eher rot gemacht, er, der uns ausdenkt. Ja. Einen Erwachten, der immer ist, das ist dieses er. Ich kann das blau machen, dann ist es was Erwecktes. Sobald es erweckt ist, denke ich das schon wieder in einen peripheren Tetraeder rein, wenn man das Prinzip verstanden, das ich mit Holofeeling erkläre. Ich kann das ganz blau machen, dann hast du schlichtweg einfach erwecktes Wissen, weil die E74 ist Wissen. Tausendfach durchgekaut. Wichtig, genau das musst du wiederholen, weil das schlafwandlerisch in dir drin sein muss. Ganz nebenbei haben wir dann den Pyramidenwert, du bist nichts und du hast dann Plus und Minus 1, was eigentlich nichts ist. Plus 1 und Minus 1 ist nichts. Ja. Ich kann auch 5 und Minus. Und da hast du schon die 10, die 1 ist. Unser Bit, 1 und 0. Wir sind zwei Existenzen. Der Totalwert ist in dir, ist das Sein, die 50, das reine Sein, und das Äußere ist was Existierendes. Der Atbasch, gespiegelt, wenn man das ausweist, ist die 600, das ist das Endman. Mhm. Das ist schlichtweg ein Symbol für das Mehr als Ding an sich. Mhm. Das haben wir hier unten. Das Endman. Was jetzt interessant ist, ist das Ava. Das ist jetzt die Asche. Dasselbe Wort hast du auch eine Augenmaske getragen, eine Binde, eine Augenbinde tragen. Was ist die Augenmaske? Das ist deine Verabrede. Haben wir nicht gesagt, Asche heißt Frau? Ist das nicht erst einmal die Logik, die du zum Denken benutzt und als Untersystem alle Bilder, die auf der Verabrede oder in einem feinstofflichen Denken, in dem feinstofflichen Monitor auftauchen? Das symbolisiert die Außenmaske. Und du bist jetzt ein Maskenbilder. Übrigens, Masken sind Personas auf Lateinisch. Und du bist ein Personenschöpfer, ein Maskenbildner. Weil die im Kind NR sind. Was heißt NR? Flackernd. Diese existierende Berechnung ist flackernd. Die sind im Kind flackernd. Das flackernde Licht. Ist das nicht verrückt? Das sind die Personen, sind Bilder, die flackernde Lichter in dir drin sind. Und die sind wie Staub. Das sind raumzeitliche Spiegelungen, sind Schöpfung aufgespannter Polarität. Ja. Ja. Diese Sprache, die ich dir jetzt zeige, die Vatersprache, ist allumfassend, ist ein Untersystem bzw. ein Übersystem für alle Sprachen und alle Bilder, für Physik, für Chemie, für alles. H2O. Wunderbar. Wellenberg, Wellental, in einem ständigen Wechsel. Das macht dann sprachlos. Das macht dann den Namen. Das ist jetzt dieses Ava, ich mache das nochmal, das ist das hebräische Wort für Staub. Und da gibt es ein zweites Wort, das ist Asche, eigentlich heißt es nicht Staub, sondern Asche. Und dann gibt es dieses, gibt es nochmal dasselbe, schreiben wir jetzt mit 70. Aber genauso, bloß wird auch, kann man Ava, Eva aussprechen, das ist auch Asche. Das sind die zwei hebräischen Wörter für Asche und Staub. Das heißt auch Dreck, das heißt in einem, generiert in einem Eck. Ja. Und da PR, dieses Wissen, das du berechnest, Fahr, der Augenblick auf Wissen, das berechnet wird. Fahr heißt ja Stier. Ja. Mhm.
Und der Stier wiederum ist das PR, ist ein raumzeitliches Tier. Das raumzeitliche Tier ist das, was du ein Leben lang zu sein geglaubt hast. Das ist der Enosch, der sterblich ist und unheilbar krank. Zum Ochsen. Die Welt spricht zu dir in unendlich vielen Facetten. Die spricht immer zu dir, du verstehst bloß die Vordersprache, nicht weil du bloß die Muttersprache verstehst. Ja. Aber Mutter beginnt schon mit MUT. Gestaltgewordene, aufgespannte Erscheinungen in TR in einer Reihe. Ja. Durch Spiegelungen, die erweckt werden, würde ich TR schreiben. Spiegelungen, die erweckt werden. Mhm. Ist die Welt um dich herum, ist eine Spiegelung deines Wissens. Und jetzt erinnert euch, wie oft habe ich gesagt, das kleine Kind steht vorm Spiegel und heult. Ja. Und ich gehe hin und sage, Bubele, warum heulst du so? Und dann deutest du in den Spiegel rein und sagst, schau mal, mir ist so gut gegangen und jetzt habe ich da hingeschaut und jetzt sehe ich das heulende Kind und er macht mich so traurig. Und ich sage, du Depp, du kannst da nicht sagen, du bist traurig, weil da ein keulendes Kind sitzt. Das ist dein Spiegelbild, der heult, weil du heulst. Man muss die Kausalität umdrehen. Im komplexeren Sinne, jeder normale Mensch sagt, ich fühle mich ja so schlecht, ist die Welt nicht schlimm? Ist es nicht schlimm, was da in der Welt alles vor sich geht? Ich sage, du Depp, du kannst nicht sagen, du fühlst dich schlecht, weil die Welt um dich herum so schlecht ist. Die ist so schlecht, weil du dir so eine schlechte Welt ausdenkst. Weil du dich bloß aus Medien und Bärschen informierst, obwohl du doch Esther bist. Du bist der Geist, der im Zentrum dieser Schöpfung drin ist und das um sich herum herausdenkt mit einem Wissen, wo du sagst, das ist mein Wissen, das ist das Wissen deiner Lehrer und deiner Erzieher, die dir beigebracht haben, dass du ein sterbliches Säugetier bist. Und das ist der Fehler im Führerscheinprüfungsbogen in deinem Traum. Ja. Und jetzt kannst du wieder in die Abgeschiedenheit gehen. Das Eden wollten wir uns noch anschauen, aber das ist jetzt jedes Wort, es ist dieses System, ist ein riesen Heilungsprozess, ein geistiger Heilungsprozess. Es erklärt dir, was du bist, was du schon immer warst, was du nie erreichen wirst. Weil das, was du bist, auf ewig kannst du nicht erreichen. Du kannst dich aber wieder erinnern. Du kannst machen in deinem Inneren als der, der du bist. Und dann gehst du mit all dem, oberflächlich ändert sich dann zuerst gar nichts. Ich sage das, der Traum geht weiter. Aber du wirst mit allen Informationen, die in dir auftauchen, ganz anders umgehen. Vor allem ist dir plötzlich bewusst, dass du es in der Hand hast, aus bösen Menschen gute Menschen zu machen und aus guten Menschen böse Menschen zu machen. Das ist die erste Stufe im feinstofflichen Bereich. Du kannst dein Werte- und Interpretationssystem erweitern. Erweitern. Es ist nicht, dass das, was du bisher geglaubt hast, falsch war. Es war die Falle, in die du getappt bist, die Falle der Einseitigkeit. Falle. Wie sagt der große Wittgenstein, den ich mir jetzt ausdenke? Das ist übrigens W. Ein doppelt aufgespannter Intellekt wird zu zwei Erscheinungen Witt. Und das wird eine geistige oder eine Gehirnexistenz. Und das ist raumzeitliche Erscheinung 1. Erster im Tractatus Logicus, die Welt, WLD, das Brandopfer, ist das, was der Fall ist. Das ist die Falle. Diese ausgedachte Welt, egal an welchem Weltbild du hängst, ob du an eine Scheibenwelt glaubst, an eine Kugelwelt, an eine Hohlkugelwelt, selbst wenn du an eine Matrixwelt glaubst, die da außen ist, die irgendwelche Programme, die moderne Darstellung. Sie wird immer wieder fallen, diese Welt, und du kannst dir eine neue vor dich hinstellen, weil da außen ist gar nichts. Halt, verdammt nochmal, das erste und das zweite Gebot. Du bist ein Gotteskind, mach dir kein Bild von dir selbst. Damit beginnt dein Leid. Durch den Bruch dieser Gebote, das ist kein religiöses Geschwätz, mach dir kein Bild von irgendwas da DR oben, geöffnete Berechnung oben, im Himmel oder da unten auf der Erde. Ich sage immer draußen. DR, AU, scharfes S, AU, B. Hör auf, was zu beschwören, was du nur mit der Meinheit beschwörst. Das ist die Quelle deines Leids. Nicht, dass du leiden könntest als Ding an sich. Du kannst empfinden. In dem Wort empfinden steckt das Wort empfangen. Und ich habe das richtige Rezept dafür. Dass du nicht nur der Rezeptor, der Empfänger bist, sondern zuerst einmal was aussenden musst. Das sind die raumzeitlichen Enden, um die wieder aufnehmen zu können. Du kannst nämlich von da außen nichts reinholen, weil da außen, außerhalb von dir, ist das dann mal das, was in dir drin ist, sonst könntest du gar nicht sehen.
Selbst dein bisheriger materialistischer Glaube schreibt dir vor, es muss in deinem Gehirn drin sein, sonst kannst du das gar nicht wahrnehmen. So, und jetzt wiederhole ich nochmal, weißt du, wie oft ich gesagt habe, existiert überhaupt dein Gehirn, wenn du nicht dran denkst? Du hast einen Glauben, wo du sagst, es muss in irgendeiner Art und Weise in meinem Gehirn drin sein, darum sehe ich es ja nicht. Wer ist das eigentlich oder was ist das, was das sieht, was dann in deinen Augen kommt in Form von Licht und Schall, wenn dann umgewandelt wird? Wer schaut sich das an? Wer erlebt das? Das Gehirn selbst, das gar nicht existiert, wenn du es nicht denkst. Wenn du das jetzt beschwörst, dann schwörst du schon wieder an Meinheit. Jetzt frage ich dich, ist Holofeeling ein dummes Geschwätz? Ja, hundertprozentig sicher für einen, der diese Gedanken jetzt nicht mitgeht und keine deutsche Sprache versteht. Offensichtlich versteht überhaupt keine in einer Welt deutsche Sprache. Ja. So ist es. Und es straft sich schonungslos an dir selbst ab, diese Uneinsichtigkeit, diese Rechthaberei. Ich habe gehört, ich habe gelesen. Ja, der Professor sagt das. Der Professor sagt es und jeder wirft dem anderen seine andere Dummheit vor. Du stehst vor einem Spiegel, schreist in einen Spiegel und wunderst dich, dass der so zurückschreit. Lächle einfach, lächle ihn an. Als weiser Mann lächle ihn an und sag, du hast recht. Aber nur ein bisschen. Zeig mir die Weisen deiner Welt. Und ich sage jetzt nochmal, den du jetzt die ganze Zeit zuhörst, ist nicht dieses Pickelmännchen und der Lautsprecher. Ich bin der Meister aller Meister. Und wo ich dich hinführe, ich erkläre, dass du eigentlich ich bist. Zumindest, wenn du meine Schule verlassen hast und ausgelernt hast. Mein Bestreben ist, dass deine Schöpfung noch viel mächtiger wird, die du magst, wenn du nach mir, die nach mir kommen werden, noch viel größer sein wie ich. Und immer dran denken, ehe ein Jesus, ein Sokrates, ein Einstein, ein Heisenberg war, sind wir, ich bin nämlich du. Weil wenn wir die nicht ausdenken, gibt es die nämlich gar nicht in unserer Schöpfung. Die Quelle für alles, was du dir ausdenkst, egal wo du das jetzt räumlich oder zeitlich dir hindenkst, obwohl es hundertprozentig sicher hier und jetzt in deinem roten Kopf ist. Das Einzige, du musst nur das akzeptieren, was hundertprozentig sicher ist und loslassen von dem ganzen Wahnsinn. Ich könnte jetzt sagen, Schinn-Wachsinn. Das, was dich angeblich wach macht, hat dich nämlich da doll eingeschläfert. Die verborgene Harmonie, eigentlich eine vollkommen neue Qualität ergibt. Ja. Ja, genau. Gut. Ja. So, jetzt lassen wir es gut sein. Jetzt träumen noch ein bisschen, aber bitte ab jetzt süß träumen und keine Angst haben vorm Wachwerden. Jetzt lebt noch ein bisschen, spiel noch ein bisschen Affe, Trockennasenaffe, aber bitte keine Angst haben vom Sterben. Nee. Das Erwecken von polaren Existenzen passiert nicht in der Zukunft, sondern wie alles passiert, ist immer nur hier und jetzt. Genau. Das ist immer, wenn was passiert, ist immer eine Passion. Ja. Dann sage ich eine Leidensgeschichte. Aber das Wort Leiden ist ja nicht nur negativ. Du bist schon wieder bloß einseitig. Ja, ja. Richtig. Freu dich über jedes neue Unglück. UN. Das in dir auftaucht, weil wir machen das ja, UN ist eine aufgespannte Existenz und das ist Glück. Das beginnt mit Gall und das Gall ist geistige Licht und blaue Licht in der Welle. Ja. Super. Und dann wird das Geilste, was man überhaupt lebt, ist der Verlust. Da steckt der das Wort Lust an. Wir verbinden uns jetzt mit der Lust, wir verstreuen es nicht mehr. Aber du wirst jetzt merken, dass es eine Lust ist, immer wieder neue Sachen um dich herum zu verstreuen, die du dann einfach wieder zurücknimmst, um was Neues in dir auftauchen zu lassen. Was vollkommen, was absolut Neues. Nicht nur neu, was du jetzt generierst, was du noch nie generiert hast. Weil da kommst du aus deinem Rechen, aus deiner Rechenlogik nicht raus. Holofeeling ist was vollkommen Neues. Ja. Übersteigt, so wie das Wort den Buchstaben übersteigt in den Möglichkeiten. Ja. Das Wort Haus ist mehr. Ja. Das Buchstabe H. Aber der Satz, ich bin das Haus Gottes, in dem ich wohne, ist noch mehr wie das Wort Haus. Ja. Du bist, der immer ist, und zwar bewusst, und dann bist du ich. Ja. Ich, rot geschrieben, ist keine vergängliche, ausgedachte Erscheinung, ist nichts Existierendes, sondern was Ewiges, ist Geist, ist Gott, ist Energie im Quadrat, die ständig in eine andere, neue Form von Energie umgewandelt wird.
Das nenne ich ganz einfach Träumen. Geist kann Welt nur erschaffen und erleben in Form eines Traums. Und der besteht aus ständig wechselnden Bildern. Ja. Ganz einfaches Deutsch. Ja. Ganz einfach. Das müssen nicht die Figuren, die Menschen, die du dir jetzt ausdenkst, wissen. Das sind vergängliche Erscheinungen. Als Protagonisten in deiner Traumwelt haben die überhaupt kein Verständnis. Du kannst dir so denken, dass sie es verstehen würden. Aber das wird erst dann der Fall sein, wenn du es verstanden hast. Ja, genau. Ich sag's immer wieder. Das, was du jetzt durch dieses Pixelmännchen erfährst, das ist dein eigenes, dein ureigenstes Wissen. Das, was du bisher mein Wissen, meine Meinung genannt hast, ist das Wissen von irgendwelchen geistesrezitiven Phrasen von Schwätzern, die in deinem Traum auftauchen, die ich natürlich dich träumen lasse, dass du irgendwann nochmal dieses Prinzip verstehst. Ansonsten spielen wir die Rolle weiter. Gerne. Schön. Gerne. Danke. 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 Bis gleich. Bis gleich.